Und da sind wir wieder bei Vegazilfen, hier Sefi und Jutis. Hi, bist du bereit? Nein. Wir sind hier bei Twilight Princess und wir gehen jetzt in den Bossraum. Ich freue mich jedes Mal, dass ich das Schloss nicht mit diesem beschissenen Schlüssel aufmachen muss. Wie in Skyward Sword. So, das kann jetzt lustig sein. Hallo? Hallo? Oi. Kaum zu glauben, dass du diesen Weg hier überlebt hast. Man nennt dich mit Recht den Helden. Doch bedauerlich, welch ein Jammer. Das wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Hey, das Schwert, was er da reingesteckt hat, sieht genauso aus wie Zahnes Level 3 Waffe von Harley Warrior. Tja. Das heißt, dass du es erst nicht am Anfang hattest. Das ist das Spiel von dem Vieh. Riesenfossil, Bestie, Skeletulor. Hallo! Erstmal weg! Das geht ja noch nicht. Wie oft immer. Wow! I'm so sorry. In die Wirbelsäule. Ey, Mann, nicht cool. Wow. Naja, bis das Ding uns wieder eingeholt hat. Schön, dass es vor uns aufgetaucht und nicht hinter uns. Ja. Oh, da bin ich nicht hin. Hallo! Leute, nicht cool! Noch ein kleines Stück. Dann sind wir. Okay, das sind den Futsch. Autsch. Ey, ich hab mich nicht gesehen. Ja, ich komme ja auch erst immer so im letzten Moment raus. Hallo! Ich komme gerade nicht weg. Ist gerade ein bisschen scheiße. Moment, ich bin da wirklich nicht weggekommen. Können wir auf den Gleiter steigen? Geht das hier? Nein. Tja, sehen wir unserem Schicksal ins Auge. Aber erstmal! Schaffen das!
Ja, direkt vom Schloss. Das Schicksal kann uns mal. Wow. Oh. Ist nichts passiert. Oh, der Roboter ist aus. Oh Gott, was kommt jetzt? Müssen wir jetzt mit unserem Staubsauger hier das ganze, den ganzen Sand wegsaugen, damit es weitergeht? Geht das schon? Muss ja. Hi. Ich bin der kopflose Bruder. Und ich habe schlechte Zähne. Und ich bin stumm. Der Herr? Ah. Oh, das war zu früh. Es tut mir leid. Aber er wartet auf dich. Dass man der entspannte Bosskampf bei ihm schön zurücklegen kann. Ach ja. Oh, ich muss laufen. Oh mein Gott, ich bin 50 Meter gelaufen, halte mich bitte, das ist alles. Schon wieder. Was hält doch mein schwaches Herz nicht an? Ich muss ja mein Herz verstecken. Oh, das ist schön. Das steckt mich. Wir noch in den letzten Part gekriegt. Ja, es kommt gleich noch so schnell wie Blue. Gehen wir, Leni. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Aber erstmal. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Ich finde immer noch, die sehen aus wie Chica-Augen. Chica is watching you. Naja, jetzt nicht mehr, jetzt gibt's die ja nicht mehr. Stimmt.
Ja, unbedingt. Die Spiegelkammer. Also wenn eine Kammer, würde ich das nicht unbedingt titulieren. Die Spiegel sehe ich auch nicht. Auch noch fünf! Ja, sonst nichts zu tun hat. Und eine Fledermaus! Vergiss nicht die Fledermaus. Willst du die so besiegen? Ja, kannst du auch mal. Ja, das sieht gut aus. Dann da ist noch der da und der da. Guck! Will jetzt mal bitte näher kommen? Oh. Wo waren wir? Wir wollten da hoch. Es wird, sag ich mal. Gut, dass ich es auch sehe. Zu schön im Wagen. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Sieges der Göttinnen. So sind immer andere. Ja. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttinnen Hyrule seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Ich weiß gar nicht, wann sich das wiederholt. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. What? Ist das ein Flashback? Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrang, um die Gewalt über die heiligen Stätten zu erlangen. Da er über dunkle Kräfte verfügte und mit Magie bewandt war, wurde er weithin gefürchtet. Nur eines war ihm nicht bewusst.
Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außerordentliche Kräfte mit sich bringt, entwickelt eine verborgene Schwäche. Ja, sieht denn aus wie ein Biker? So mit Leder im Anzug. Jedoch. Muss es wohl eine Laune der Götter gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Bestimmt Vorfahren von Lehmann. Das sieht aus wie das Portal in Skavatotten zeitweise. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Achso, und die dunkle Magie dieses Fluches muss dann auf Zanto übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Zantos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat die Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine in den heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte befindet sich irgendwo in den Wolken. Danke für die Lokation. Ihr seid von den Göttern auserwählt. Also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut. Auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Siehst du? Doch gut, dass wir gecuttet haben. Ja. Und im Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir werden uns ja darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao!